Na gut, dann fahren wir noch ein kleines bisschen Fräsmaschine durch die Gegend. Das Tor. Kaum haben wir das Depot verlassen, da geht das Tor schon wieder zu. Ich dachte, ich hätte es wieder deaktiviert gehabt, aber offenbar also nicht. Damit, wenn man uns keinen Platz macht. Und dann mit halber Kraft voraus. Na. Natürlich wieder Tabakwerbung und Werbung für Pepsi. So muss es in Amerika. Überholrückkurve reißt die Gemeinzone. Gibt es einmal Gallon und einmal Red Export, wo man abliefern kann. Oder zumindest eine Tankstelle. Aber ist wirklich Gallon, das weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht kann man doch gar nicht abliefern. Aber es sieht zumindest aus, doch es scheint Gallon zu sein. Okay, das hält auch noch an.
wäre nämlich knapp geworden. Ach du Scheiße. Eieieiei. Was ist das? Ist das ein Geldtransporter, der da umgekippt ist? Nee. Eisdiele? Entschuldigung, ich wollte mir nur mal Eis abholen. Zug, der uns entgegenkam, das ist auch immer wieder schön zu sehen. Und mal wieder ein bisschen was von der Infrastruktur bekommt. So, wenn hier mal wieder nichts entgegenkommt. Hä? Da wurde mal kurz das Dashboard weiß. Von gräulich, vielleicht mal im Blaustich, zu weiß. Das war unerwartet. Okay, da will er doch. Kann man nie ganz genau so vorhersagen. Das Einzige, was man vielleicht vorhersagen kann, ist, dass sie nicht auf Autobahn, auf dem Highway, auf Interstate fahren wollen. Oder wo auch immer sie rauffahren, da wollen sie einfach nicht rauf. Geil.
mittlerweile das hochgeladen worden, was hochgeladen werden soll, seit Samstag. Also ein Mittwochsvideo von nächster Woche. Sind. Das? Ich glaube schon. Nee, war es nicht. Toll. Ja, natürlich findet man das nicht. Uiuiui. Okay, zum Glück keine Dingsters. Zum Glück keine Bodenwellen. Wir gehen nämlich tief auf. Das wäre jetzt nicht so doll. Noch, wo fahren wir nochmal hin? Ich hab's schon vergessen. Nach Oxnard, genau. Ja. Na gut, dann müssen wir erstmal weiter auf der Interstate 15 bleiben. Nein, das wollte ich nicht. Faszinierend. Ich dachte, das kann man sehen. Konnte ich doch mal beim Egal. Hat YouTube wohl wahrscheinlich wieder geändert. Kämpfen uns offenbar eine Steigung hinauf, die ich gar nicht wirklich mitbekommen habe. Ich frage mich gerade, was ich eigentlich erwartet habe. Im Grunde genommen hat der Map-Ersteller ja auch in Europa eigentlich nur Städte in vorher existierenden Ländern hinzugefügt. Und ETS 2 ist ja sowieso ein bisschen beliebter, von daher. Eigentlich kein Wunder. Ich bin so blöd, ich wusste, ich habe was vergessen. Es macht zwar auch nicht mehr wirklich viel Sinn, aber. Scheiße. Dadurch ist jetzt die ganze Aufnahme ist voll am Krisseln bis zum geht nicht mehr. Weil ich halt mit Bass aufgenommen habe. Aber die ganze Aufnahme meine ich ungefähr die 3 Stunden vor jetzt. Der Nachteil an so weit wie Streamaufnahmen.
heißt, der Mac, der war übertrieben. Naja, der Bass war übertrieben am Übersteuern quasi. Ungünstiger zu vergessen. Auszuschalten. Oh ja, auszuschalten. Sollte ich nochmal mindestens die Notfall machen, dann vergesse ich es nicht. Dann erinnere ich mich dran, ohne mich dran erinnern zu müssen. Dumm gelaufen. Schade, 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 schade. Ist mehr als 10 Folgen mit schlechter Quali. Was den Sound betrifft, das ist unbefriedigend. Highway 101. Ja, gen, weiß es ich, Süden, keine Ahnung, kann gut sein. Normal fahren wir immer nach Süden, ne? Von daher. Naja, diesmal fahren wir in den Norden. Gut zu wissen. Immer ist halt nicht immer, immer. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich wollte nur ein bisschen Schub geben, aber oh gut, dann halt nicht. Steep Grades, oi 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 oi. Vermutlich zumindest mal so. Ich konnte auch noch nichts erkennen, das war alles zu hell. Die heizen ja auch immer wieder raus, ne? Okay, es geht weg. Das heißt, der Retarder wird glühen. Genauso wie die Bremsen. Aber gut, wir sind ja schon fast da in Oxnard.
bin natürlich derjenige, der warten muss, weil er links abbiegt. Was? No turn? No right turn, ja klar. Warum sollte ich auch auf die High, auf den Highway in eine falsche Richtung fallen? Ach, hier sind wir. Railroad, alles klar. Und danach geht's rüber. Weil ja wie auch immer wir da jetzt rauf sollen. Beziehungsweise rein sollen. Hier vor 9, hervorragend, Level 5. Dann machen wir Just in Time.